Herzlich willkommen zurück zu Tacoma. Wir sind immer noch auf der Raumstation und müssen jetzt gehen. Jetzt wieder nach oben. Ich fürchte, wo genau hin muss ich nochmal nachgucken. Biomedizinisches Modul. Ach, die Bungalows. Okay. Biomedizinisch. Biomedizin, perfekt. Like nothing on earth. Dann gehen wir hier mal rein. Hier gibt es wieder einen wunderbaren Fahrstuhl. Just married, Venturis Gürtel, Ferien- und Metallbungalows. Ach ja, frisch vermählte, neue Perspektiven, verfügbar ab 2088, vor Anmeldung jetzt möglich. Na, Station funktioniert nicht mehr richtig, aber Hauptsache, die Färbung läuft noch. Naja, wohl eigentlich funktioniert es ja noch ganz gut hier. Gucken, was wir hier herausfinden. Ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt so der Stil ist, in dem dieses Spiel jetzt erklärt oder erzählt wird. Ach, schön. So, wo müssen wir hin? Ja. Schließen. Klar. Ja, Botanik oder Medizin? Wir fangen mal mit der Botanik an. Mal sehen, was uns hier erwartet. Aufgezeichnet vor 3 Tagen. Okay. Drücke die Taste. Das machen wir. Alright, what do you say, folks? Yay or nay? Obviously, we're on board. I'm in. Me too. Okay. Alright. Well, we non-essential personnel need to figure out how to do everything we can to set this mission up for success, then get the hell out of your way as quickly as possible. Time is oxygen, people. Okay. Ich hoffe, stört euch nicht, dass ich immer mal wieder unterbreche. Ich muss jetzt hier auch nochmal kurz die Aufnahme unterbrechen. Ja, immer ist irgendwas. Oh. Gut, dann gucken wir uns hier doch einfach nochmal um, wo jetzt hier was freigeschaltet wurde. Dann gucke ich erst einen Hinweis. Man merkt, ne, die Stimmung ist halt wirklich, wirklich mies. Versorgungsgrad mit Huhn ist okay. Fisch, oh, könnte besser sein. Und Kuh ist hier noch massig da. Also verhungert sind sie hier nicht. Das können wir schon mal ausschließen. Wenigstens das, ja? Proteinwachturm. Auch schön. So, aber wo könnten wir denn jetzt hier noch was sehen? Vielleicht im Teegarten? Was die alles haben. Na gut, wenn die auch so lange... Nee, da können wir nicht durchgehen, ne? Das ist so eine Wand. Hier geht. Tiergarten geht. Ist doch nett. Aber gut, auch hier weiß man halt immer direkt, ne? Das ist halt hier Weltraum. Notizbuch. Ach, hier wurde einfach mal... eine Pflanze gezeichnet, auch schön. Spannungsklecke. Die scheinen nicht zu funktionieren. Ja, keine Ahnung. Hat hier irgendeiner was in der Hand? Ne, die stehen hier. Oh, die umarmen sich sogar, die beiden. Roberta und Natalie. Ha.
Irgendwo soll hier mein Hinweis sein. Wir lassen noch mal ein bisschen weiterlaufen. Break. So. So, was haben wir denn hier Schönes? Sie betrifft. Bin schon jetzt in der Botanik, kommt her. Treffen für alle jetzt. Die Frage ist auch, sind das die einzigen hier? Und die KI natürlich. So, in Standardpraxis ist es, sie nicht länger als unbedingt notwendig einzusetzen. Das habe ich nicht gefragt. Aha, tut mir leid. 72 Stunden ohne ernsthafte Gefahr von Gehirnschäden? Darüber hinaus, und du gehst wirklich in die Vollen. Wie viel Sauerstoff? Ich meine, so gut wie gar keinen. Warte, wo gehst du damit hin? Okay. Aha. Aber Bert sagt, sie könnte in der Zeit, die uns bleibt, ihren Teil tun, wenn sie nicht schläft. Und ich müsste eine ernsthafte Ebene Interpreter-Code schreiben, wenn wir es von innen steuern wollen, aber es wird eng werden. Und wenn du mehr als 48 Stunden Zeit hättest? Jede Minute zählt. Okay, okay, Moment, ich prüfe mal etwas. Und auch hier hat sie sich nochmal unterhalten. Aber was, wenn wir sie nicht runterschicken, um Vorräte zu holen? Was, wenn wir damit uns nach unten schicken würden? Eine Lieferdrohne? Ja, mit einigen Modifizierungen. Das größere Problem wäre das Fehlen eines Lebenserhaltungssystems. Teilen, die wir auf der Station zusammensuchen, könnten wir Sauerstoffdruck und Klima so weiter Drohne zur Lunarstation von da nach Hause kommen. Wenn wir nicht sicher sind, dass VT hier oben eintrifft, bevor der Sauerstoff ausgeht und wir unsere Abholung nicht anfordern können, dann ist Luna unsere einzige Hoffnung. Okay, abwarten, gute Idee, danke. Bernd, okay, also irgendwas ist hier vorgefallen auf jeden Fall. Hier ist die Katastrophe schon und jetzt überlegen sie, wie sie an Sauerstoff kommen können, beziehungsweise wie sie von der Station runterkommen können. Die Frage ist nur, was ist passiert? I'll head downstairs and get started on. Oh my god. Okay. Hey, Andrew. Clive. Andrew. Wanna talk? Sure, Evie. Are you okay? Evie! Hey, Evie. Hey, I know you're all like gung-ho to help us out and everything, but I did the math. If we could get this done in like 48 hours, not 72... Could the rest of us wait longer to go in? Exactly. Listen, ladies, I get it. You're trying to do right by us, but every minute we wait to go in is a minute you don't have to get this thing flying. And knowing what we know about VT, we've got to give you every chance we can to succeed. So there's no way we can convince you? We made a plan. Now we just need to hold up our end of the bargain. Then I guess we should stop wasting time and get to work. This is gonna be good, Evie. You just wait. Ride of your life. In more ways than one. I didn't think things would end like this. Did you? What do you mean, end? Come on, Clive. What? You really think they can turn that thing into a passenger vehicle in 2 days? We might as well hold our breath and just try dog paddling over there. But listen, it's okay. We know it's not safe working up here. We just don't think about it a lot, but here we are. And we knew it all along. But VT could... VT's not fucking coming, Clive! VT's not fucking coming. You think sending a crew up here at the drop of a hat just to check on things is worth it to them? Dollars and cents, Clive. You know what one of those fuckers said to me one time? If it doesn't make dollars, it doesn't make sense. Them sending a crew up in time, it just doesn't make sense. So you're just giving up then? No. We're doing what we said we'd do. Bert and Nat, they are our only shot and we have got to take it. But I can also be realistic that... Evie. I don't want to be realistic with you. Well. Time to go make final preparations then. But not too finally. You know, I'm picturing it. The day we'll be walking together. Like this.
The gravity, it won't be artificial. I mean, isn't it strange? We've never felt the Earth's pull together. One day. One day. Okay, die wandern jetzt ja wahrscheinlich noch ein bisschen umher, oder? Doch nicht? Do you think you could get everyone to medical? I want to make sure they've got the best shot at waking back up once they do go in. All right. How about this? Let's give folks a little time to regroup. But why don't Clive and I follow you over there right now and get ours done? No time like the present. Lead the way. Okay, die gehen jetzt zur Krankenstation. Hello? Alles klar. Dann I'll catch up with you all later then. Yep. Also, die frieren jetzt die Leute ein oder so? Habe ich das richtig verstanden? So, wir werden nochmal zurückspulen bis zu dem Moment, wo jetzt hier alle langsam ihre Wege gehen. So. Und dann folgen wir. Wo ist denn der Grüne hin? Der steht gar nicht hier rum. Gehen alle nach da. Our way's been won. Okay, where do we start? Start? I got things started as soon as this all went down. I'll show you what I got lined up. To the workshops. Okay, die gehen woanders hin. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Kommen die wieder? Ne, die gehen. Und die kommen da wieder zurück. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt den grünen und den blauen noch finden. So, gucken wir mal, wo die sich rumtreiben. Hier wäre noch eine Möglichkeit. Botanikabüro. Ja, da wird der bestimmt sein. Achso, da waren wir ja hier schon. Achso, aber ins Büro können wir nicht gehen. Doch, da steht der grüne doch rum. Die Grüne, der Grüne. Andrew, der Botaniker. Mit Farben geht es mir irgendwie leichter als mit den Namen. So, gucken wir mal. Wo marschiert er hin? Und der Blau, er zerrät ihn auch. Are you okay? Evie! Hey! Nope, I'm not. Okay. Ah. Okay. Nope, I'm not. Oh, hier nochmal. Null. Nope, I'm not. Oh, ist das schnell. 0, 2, 8. 0, 2, 8, 1. Okay. Okay. What do you want to talk about? I can't do it. I can't. I... This is all crazy. But you said you... What was I supposed to say? You all pressured me. Andrew. They really expect us to climb into some jury-rigged thing and ride it through space? Just because VT might not come pick us up. It's insane. And first, we all have to get in cryo just for the privilege... Well, some of us do. Andrew, I don't know what to say. Burton and Nat need us. They need you. Well... I'm not doing it. I'm not getting in cryo. I'm not... I'm gonna be the same one here. No, nobody even considered that VT might come pick us up in time if we just wait. Nobody even considered it. Listen, just... Don't talk to anybody else about this for now, okay? And if I were to call the crew into medical, you'd show up, right? I guess it depends what it is. Okay. Just give me a little time. Okay. Hey, Odin. Yes, Andrew. What should I do? What do you mean? I don't know. I just want to go home. I understand. Do you? I believe that I do. Can you tell me the average time it's taken VT to send an evac crew to investigate situations like this?
The average time between a remote facility losing ground contact and an investigative crew arriving on site is 98.4 hours. God damn it. Please try not to be worried, Andrew. That's easy for you to say. You don't have lungs. So, what do you think we should do? Standard operating procedure requires all crew to engage cryogenic hibernation until help arrives. Yeah, you know, people die in cryo, right? I know. Sometimes. If we don't make it out of this, can you deliver a message to my family? I will do everything in my power. Okay. I'll send you something later, alright? Of course. Okay, also es scheint ja wirklich Probleme mit der Sauerstoffversorgung zu geben. Bodenkontakt ist auch, Bodenkontakt ist auch nicht hergestellt. Oder ist halt verloren und jetzt hoffen sie, nein, was passiert jetzt? Versuchen vielleicht mit dem Ding so umzubauen, dass sie damit zur Erde fliegen können. Die Leute müssen in Kryo, damit sie Sauerstoff sparen. Allerdings kann das den Tod als Nebenwirkung haben. Da hat er so ein bisschen Bammel vor. Okay. Mark Figueroa wollte nur noch mal wegen deiner Verlängerung nachfragen. Andrew, ich rede nicht darüber, wer die Rechnung bezahlt. Ich spreche über Nicholas. Sieht dich alle 4 Monate. Und dabei berücksichtige ich nicht mal meine Gefühle, die ich hier beiseite lasse. Du denkst vielleicht, er zeigt es nicht, aber Nikolaus wünscht sich wirklich, dass du hier wärst. Hör mal, wenn du aus deiner Vertragsverlängerung aussteigst, werden wir schon einen Weg finden. Du weißt, dass meine Eltern im Währungscrash gut abgeschnitten haben. Mein Vater sagt immer, ich will dich nur zu Hause haben. Dich auf die Wohltätigkeit deiner Eltern zu verlassen, ist deine Lösung? Ich sammle Eigenkapital hier oben. Meine Treuepunkte werden Nikolaus Schule bezahlen. Und wenn ich aus diesem Vertrag aussteige, werden wir alles verlieren. Und ich bin nicht. Mir gefällt diese emotionale Sabotage nicht. Wenn du doch weißt, tut wirklich weh, so überhaupt nicht geschätzt zu werden. Du, tut mir leid, ich. Verbindung unterbrochen, Nachricht nicht versendet, erneuter Sendeversuch erneut. Okay. Das ist nicht mehr angekommen. Das ist natürlich auch bitter, wenn das der letzte Kontakt war. Dann schätze ich mal, dass wir einfach so weitermachen wie bis... Also das hatten wir schon... Es gibt wirklich keine Möglichkeit, ein Signal nach außen zu bekommen. Es muss etwas geben, was du noch nicht probiert hast. Nein, Andrew. Alle Kommunikationen werden durch ein sicheres VT-Laser-Array geleitet und das wurde zerstört. Und die Reservesysteme wurden auch zerstört. Hör auf, mir zu schreiben. Ach, okay. Also Laser-Array zerstört, Reservesysteme zerstört. Die Frage ist jetzt nur, warum? Und haben sie es hier rausgeschafft? Frage ist, macht er jetzt hier noch irgendwas? Wir gucken nochmal drauf. Sauerstoffversorgung. Oha. Die ist echt. Well, looks like this will work. Give us a few extra hours anyway. Thanks, Odin. Ging hier runter und dann aber rapide. Wir sind jetzt vor 3 Tagen. Das ist genau hier an diesem Kipppunkt. Hier ging es dann sogar wieder leicht bergauf für heute. Okay, interessant. Algenwachstum. Ging dann rapide hoch und dann wieder runter. Sauerstoffherstellung. Die lief noch die ganze Zeit. Also das war nicht das Problem. Die wurde die ganze Zeit hergestellt. Hier ein Peak zwischen vor zwei Tagen und gestern. Und oh Mann, dann ist sie bei 0 gewesen. Gucken, was da passiert ist. So, jetzt müssen wir einmal gucken, wann ist die Medizinerin hier wieder zurückgekommen. Gucken einfach mal, wann sie hier durch die Tür wieder durchkommt. Jetzt. Gucken wir mal, wo Sarre hingeht. Ja, schon ganz lustig, dass man hier so nach und nach sich die Infos zusammenbastelt. Odin, I'm freaking out. I'm freaking out. Close your eyes. I did already. A light wind rustles the green tall grass. Your skirt billows gently. Warm sun caresses your back. Yes. You begin walking forward.
The grass is cool. Your feet parted with each step. Ich kann auch einmal hier wieder herstellen. Oh, wunderschön. Ja, hat sie hier so ein Bild zur Beruhigung aufgemacht. Also was anderes hat sie auch gar nicht. Do you see what is in front of you? As I step through the grass, I naturally come upon a path. Yes. The dirt of the the dirt of the path is soft on the soles of my feet. I don't know what's going to happen to us, Odin. Sarah. I am striding forward confidently upon my appointed path. Wherever it takes me is where I am meant to be. I am striding confidently on my appointed path. Sarah? Yes, Odin? Are you going to be all right? I think so. Oh, Evie. Do you think you could get... Okay, das kennen wir schon. Dann gucken wir noch mal ins Botanikerbüro. Was wir hier haben. Auf jeden Fall hier wieder so ein Teil hier. Okay, da werden wir jetzt mal ihn hier kennen. Sehr geehrter, vollberechtigter Auftragnehmer Dagab. Diese Nachricht bestätigt den Abschluss Ihrer gewünschten Währungsumrechnung. Ihrem Konto wurden Treuepunkte im Wert von 154.145 $ abgezogen und Ihrem Mitarbeiterinvestitionsplan als Zahlung für den Venturisgürtel Vorregistrierungsgebühr gutgeschrieben. Sie sind jetzt stolzer Besitzer des Orbitalbungalows Nummer 0182 im Venturisgürtel. Sobald die Einrichtungen im Jahr 2088 in Betrieb gehen, werden Sie jedes Mal, wenn ein Passagier Ihr Orbitalbungalow anmietet, Geld verdienen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser klugen Investition und herzlich willkommen in der Venturis-Familie. Mal gucken, das kann sich natürlich auch als Flop erweisen am Ende. Wunderschöne Orchideen, hallo allerseits. Meine Orchideen wachsen diesen Winter herrlich in der Botanik und sind bereit, sich zu vermehren. Wenn einer von euch eine kleine Orchideepflanze haben möchte, um etwas mehr Leben in seine Koje zu bringen, dann lasst es mich wissen. Sie erfordern etwas Pflege, aber ich bin gern bereit, mir Anweisungen zu geben und eure Fragen zu beantworten. Bitte schreibt mir, wenn ihr eine haben möchtet. Ist aber nett. Okay. Ach, da merkt sich das doch. Wenn man jetzt so ein bisschen feige gewesen. Teegarten, genau. Ich weiß nicht mehr, ob hier unten noch was war. Meine, nee, hier war nichts weiter. Ansonsten, was haben wir hier noch? Personalquartiere und der Ausgang. Gehen wir doch mal zu den Personalquartieren. Bin mal gespannt, was da uns noch auf uns wartet. Ach so, hier wohnt der Botaniker. Vor 6 Monaten. Okay, Odin. Ready? I'm good. Jetzt mal gucken, was er hier so treibt. Oha. Venturis-Aktien fallen nach Scheitern des Gesetzesentwurfs für die Orbital-Arbeitersicherheit. Der Gesetzesentwurf hätte das menschliche Überwachungsabkommen aufgehoben und dem ehrgeizigen Venturis-Gürtel-Projekt die Tür geöffnet. Raumfahrt- und Gastgewerbeunternehmen wie Venturis sehen ihre Gewinne schrumpfen. Begeben Sie sich in den Venturis-Gürtel, eine Gruppe von 1000 automatisierten, preisgünstigen, im Raum rund um die Erde stationierten Orbitalbungalows. Die Vollautomatisierung der Orbitalanlagen ist derzeit aufgrund des menschlichen Überwachungsabkommens verboten, welches fordert Venturis, allein über 15 Milliarden SGD in die Entwicklung, den Bau und die Stationierung der Bungalows, wie auch in die umfangreiche Lobbyarbeit, größtenteils über Ratsmitglieder und Sympathisant Douglas Chun. Zur Aufhebung des Ratsmitglied Chun trat vor 3 Monaten von seinem Sitz zurück. Als die OKWP-Delegierten gegen die 418-132 stimmten und damit für die Beibehaltung des menschlichen Überwachungsabkommens sorgten.
Venturis-Aktien sanken auf ein Allzeittief in der Nachfolge der OKWP-Abstimmung und anhaltende öffentliche Empörung jener Menschen, die im Voraus für Venturis Teilnutzungsmitgliedschaften gezahlt hatten. Wie unser Kollege hier. Dies hat zu Spekulationen geführt, dass Sergio Venturis Position als Generaldirektor MEN-Vorstand war, für Kommentare nicht zu erreichen. Also er hatte sich ja schön ins Klo gegriffen. Christmas. Okay, das scheint dann sein Ehemann zu sein, würde ich fast sagen. Ja, ich habe es aufgemacht. Und? Bin mir nicht sicher, ob ich es kapiere. Du musst sie der Crew schenken, damit sie vom grellen Schein der glänzenden Kopfschwarte nicht mehr geblendet wird. Nikolas. Haha, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Papa. Okay, Nikolas ist der Sohn, genau. Ah, die spielen hier. Nicht schlecht. Wer hat gewonnen? Oh, Andrew hat kläglich verloren. Achso, und das ist hier Weltraumtoilette hier wieder. Okay. Ja, dann haben wir uns den Botanischen Garten soweit angeguckt. Also wir wissen jetzt, dass hier was vorgefallen ist. Was vorgefallen ist, haben wir jetzt auch rausgefunden. Man darf gespannt sein, wie es denn jetzt weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn wir dann gucken, wer hier alles in die Kryokapsel tatsächlich steigt.